Oh mein Gott, Digga. Das weiß aber jeder, das ist keine, da sind die Nachbarn, die ihn da raushaben möchten und wie es aussieht auch der Vermieter. Wenn der Vermieter ihn auf den Kicker hat, dann hat er eh die Arschkarte gezogen. Ja, der hat ja schon zwei fristlose Kündigungen bekommen. Ja, und schon allein als die Alarmanlage losging, machen die Nachbarn riesen darauf, die machen riesen, riesen Sache draus, Digga. Ja, normal. Ja, nicht nur, das ist wieso normal. Ja, ist immer so. War schon in der Schule so, wenn du Feueralarm ausgelöst hast, Alter, dann gab's immer richtig Ärger. Okay. Ich hab das auch einmal gemacht in der Schule. Deswegen wollen die ihn ja nicht raushaben wegen Feueralarm. Ja doch, das. Guck mal, die schreiben in der Klage zweimal Feueralarm. Nein, ja, aber das ist aber nicht wirklich der Grund. Der Feueralarm hat auch einen Grund, zu hier anzufangen zu piepen, Digga. Weil du in der Wohnung geraucht hast, Alter. Nein, Arschloch. Er hat schon mal von alleine den Raucheralarm ausgelöst. Ich kam rein und schon da ich irgendwie abging und der ist den ganzen Piepen. Und einmal habe ich da gekocht und schon hat es da angefangen aufzupiepen. Ich habe nur einmal den Alarm ausgelöst. Einmal, als er da war und einmal, als er nicht da war. Okay. Ja, und in der Räumungsklage steht, dass du, als der Alarm losgegangen ist, dann unten irgendwelche Nachbarn noch angepöbelt hast. What the fuck? Nee, es war eine coole, echt coole Situation, Digga. Da war ich noch gut drauf. Die haben da irgendwas, irgendwas lief da vollkommen schief, Digga. Ich bin nicht mehr so gut drauf wie am Anfang. Ich denke, es war echt liebenswert. Ich hab die mal da gepöbelt. Ich denke, das war echt. Wie nennst du dieses Wort? Süß. Ja. Es sind wirklich. Nee, es sind da wirklich ein, zwei, denke ich, die ihn total hassen müssen. Die müssen ihn total hassen. Ich weiß schon, dass mich. Und ich denke, man mag mich auch nicht, weil ich mit ihm zu tun habe. Aber ich habe auch ein paar Leute, die mich auch so nicht mögen, bevor ich bei Karl eingezogen bin. Aber ich weiß, die Nachbarn haben da nichts gegen mich. Es liegt einfach daran, dass ich mit meinem Arbeitgeber arbeite. Und die haben nicht nur vorher was gegeben. Ja, das kann gut sein. Das ist so, Digga. Irgendwas muss da, ich weiß nicht was, aber irgendwas muss da vorgefallen sein, dass sie ihn da nicht mehr so mögen. Keine Ahnung, Mann. Okay, ich habe auch nicht gerade, aber als ich da alleine gewohnt habe, war ich die meiste Zeit ruhig und alle waren, niemand hat irgendwas gehört. Wo pennst du denn jetzt, Dicker? Pennst du jetzt immer noch im Auto? Warum, oder bis konntest du, kannst du nicht in diesen Shop von Karl ziehen? Du irrer, verrückter, wieso? Wieso weißt du so gut Bescheid? Gibt dir jemand von da, wie heißt denn der eine Typ? Olaf? Oder wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Martin? Martin, genau, Martin. Das ist ja Martin, der eine Internetseite erstellt hat und irgendwie so einen Scheiß. Nein, Martin, für Martin soll Erik jetzt eine Wohnung suchen. Ach so, Martin ist der Obdachlose. Nein, mein Datatyp, Mann. Ich hört jetzt über Sachen, die jeder eh weiß, dass die ihn da raushaben wollen. Das weiß doch jeder. Ja, aber guck mal. Ja, jeder weiß es doch da. Und er weiß es doch selber. Er hat doch schon mehrere. Aber das Ding ist, er ist ADHS. Er hat ADHS. Junge, das ist alles. Das ist nur eine Ausrede, damit er sich seine Tabletten ballern kann, Alter. Glaubt ihm das nicht? Nein, Digga. Guck mal, der wollte dir sogar seine Tabletten unterjubeln. Ja, weil er dir auch unterstellt hat, dass du ADHS hast. Ja, weil er halt krank ist. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. Wieso danke, dass ich das gesagt habe? Ich meine, er ist psychisch, er hat ADHS. Nein. Der hat eine andere Krankheit.
Und der Was Schi. denn für eine? Der ist schizophren. Na und ist auch der psychische Kacke. Ja, aber der, deswegen schiebt er das jetzt alles auf ADHS. Aber das ist eigentlich die Schizophrenie. Und Schizophrenie. ja. Natürlich, das ist Schizophrenie, natürlich, Digga. Was denn sonst? Of course. Ja, what the fuck? Ja, yeah, natürlich. Alles klar. Ja, was unternehmen wir jetzt gegen Erik? Nichts. Weil der wird jetzt jeden Tag 500 Euro abziehen von Karl, ne? Das ist dir bewusst. Scheiß, Digga. Also willst du Karl jetzt einfach abziehen lassen? Der zieht nicht, der macht, der zieht nichts ab. Glaub mir. Wo soll er denn abziehen, Martin? Junge, der hat 500 Euro Limit für jeden Tag. Niemals, Digga. Er hat nicht mal so viel. Ich denke nicht, dass er so viel Geld hat jeden Tag 500 Euro. Niemand zieht 500 Euro jeden Tag. Er wird doch nicht zulassen, dass er jeden Tag 500 Euro zieht. Doch. Muss ich dir davon jetzt auch noch die Aufnahme raussuchen oder was? Aber trotzdem wird er nicht 500 Euro jeden Tag ziehen. Ja doch, der macht das ja heimlich. Das kriegt man doch mit. Karl guckt doch nie in sein Konto, Alter. Der hat ja extra Erik dafür geholt, damit der das alles macht. Natürlich, Mann. Ich meine Laune ist irgendwie gekippt, Digga. Ich fühle mich nicht so besonders. Ja, was soll ich dazu sagen, Mann? Ja, überleg dir mal, wie du Karl deinem Freund hilfst, Alter. Wie denkst du, fühle ich mich denn, wenn ich, wenn er mich da rausschmeißt? Also was heißt rausgeschmissen? Er meint, er gibt es so wie faule Tour, dass ich faul bin und nicht in die Schule gehe. Wenn du deine Hausaufgaben erledigen würdest, darfst du ja auch wieder bei ihm einziehen. Hast du mal Hausaufgaben, Mann? Ja, du sollst den Termin bei Frank Bauer machen und dann darfst du ja wieder bei ihm einziehen. Frank Bauer? Der Psychiater. Bei denen habe ich nicht mal einen Termin bekommen, ich habe bei jemand anderem einen Termin bekommen. Ja, ist ja egal, du sollst irgendeinen Termin wahrnehmen und dann lässt er dich ja wieder bei ihm wohnen. Nein, ich dachte, der Grund ist, dass er rausfliegt. Er fliegt, wird doch da rausfliegen, Digga. Ja, aber der erzählt dir ja, und wenn du den Termin gemacht hast, dann hat er ja keine Ausrede mehr, dann muss er dich ja wieder bei ihm wohnen lassen. Ich hab doch schon den Termin gemacht. Ich hab, war doch schon da. Ja, hast du Medikamente schon bekommen? Nein. Warum nicht? Weil ich nichts habe. Ja, und das glaubt er dir nicht, oder was? Aber Ich du musst doch bin Zeugnisse vorlegen da. hier genau. Der Arzt will doch hier recherchieren, Ja, wie ich in der siehste? Schule war und so. Siehste, Weil also. ADHS, irgendwie von der Kindheit, hier vom Kindesalter schon auftaucht. Ja. Und dann kriegt er halt viele Informationen, wie ich so in der Schule war. Aber so, dann guckt er mich an, er wollte mich nicht mal wiedersehen. Er dachte, guckt mich an und sagte, möchten Sie das überhaupt? Es liegt kein. Er guckte, meinte, für mich gibt es keine Anzeichen, dass ich ADS habe. ADS. Okay. Er meinte. Aber wie können Sie natürlich weiter, weil er halt Geld bekommt. Er bekommt doch Geld dafür. Er sagt doch nicht nein zu seinem Job, wenn er Geld bekommt. Normal. Verstehst du? Und dann hab ich drauf. Da meinte ich, nee, für mich ist es scheißegal, ich muss ja nicht bezahlen, du kannst mich ja gerne untersuchen. Du kannst mich gerne hier. Außerdem war da echt eine hübsche Frau und ein hübsches Girl, hier, hübsches Girl. Und ich dachte, hey, könnte sie ja öfter sehen. Ja, dann geh doch nochmal hin und dann klär dir die Nummer von ihr. Das steht, nein, ich muss erstmal die Zeugnisse klären.
Außerdem, er braucht doch keine Zeugnisse. Wirklich braucht er ja nicht. Ich muss halt einen neuen Termin vereinbaren. Für mich ist das kein Ding. Dann rufe ich da an und mache einen neuen Termin und dann. Guck mal, wenn du einen neuen Termin machst, dann kannst du eventuell zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Dann kannst du dir die Ich höre Tür. schon zwei Fliegen mit einer Klatsche, Digga. Was redest du da? Ja, guck mal, dann kannst du eventuell dir die Nummer von dem Girl, von dem Arzt klären. Und dann kannst du eventuell wieder bei Das Karl war nur ein einziehen. Scherz, Mann. Das war nur ein Scherz, Mann. Wie? Ich gehe doch jetzt nicht zum Arzt jedes Mal wegen. Ja, du sollst ja nur noch einmal dahin gehen und dir die Nummer klären. Dann Das sind andere Probleme, dann Mann. kannst du dich direkt mit der treffen. Mit wem? Guck mal, du bist immer so Mit Jojo. negativ, Mahmoud. Ich kenne deinen Namen nicht. Ich nenne dich wie hier, Gollum. Ja. Kennst du? Deine Freundin, hört sie mir zu? Nein, die ist schon im Bett. Wieso sind die so lang? Sind wir beide so sowas von langweilig, dass sie denkt, ich gehe lieber ins Bett? Weißt du, wieso ich so bescheuert bin? Weil wir passieren nur. Guck dir das an. Mir passieren nur bescheuerte Dinge, deswegen bin ich so bescheuert. Ich spiegel nur das, was ich die ganze Zeit abbekomme. Ha. Ja, Ja. warum passieren dir denn immer so bescheuerte Dinge? Man hat was gegen mich. Ich habe die Befürchtung, man will mich früh begraben. Man will dich früh begraben. Ja, das ist meine Befürchtung. Meine Befürchtung ist, dass man mich einfach wirklich scheiße nicht mag. Man mag mich nicht. Also richtig so, sowas von, man mag mich sowas nicht, dass man denkt. Und es gibt manche, die mögen mich und manche, die mögen mich nicht. Guck mal, ich glaube, du bildest dir das ein. Und ich denke, die mich nicht mögen, Alter, die meinen es ziemlich ernst. Die meinen es wirklich krass ernst, Digga. Und die mich mögen, können dagegen nichts tun. Die denken sich nur, oh mein Gott. Das Meinst tut uns leid. du so Stalker-mäßig? Na, was denn? Du meinst die mich nicht mögen? Ja. Ganz bestimmt, Digga. Ja, es gibt ja so Gangstalker, ne, in Deutschland, Alter. Nein, das hat nichts mit jetzt Stalk zu tun, wenn du beobachtet wirst. Ja, Stalking, Gangstalking. Aber die beobachten dich ja nicht nur, die wollen dir ja was antun, sonst würden die dich ja nicht beobachten. Das hat nichts mit Stalk zu tun, dass du einen. Ja, die machen auch, Hey, hey. die machen auch Geräusche und so manchmal, ne, die einen stören. Nein, was redest du da? Ich meine nicht Stalking, sowas wie, ich finde den total geil, Stalking. Ja, ich weiß. Stalking. Nicht mögen ist es. Ja, aber was hast du denn angestellt, Alter? Dass sie dich nicht mögen. Bringst es auf den verfickten Punkt, Digga. Wer das hört, muss sagen, der Typ muss doch ein richtiger Schwerverbrecher sein. Der muss doch irgendwas ganz Schlimmes gemacht haben. Er muss doch was ganz, ganz Böses in seinem Leben angestellt haben, das. Nein! Das Ding ist, nein, es gibt nichts. Es gibt nichts, was er Böses gemacht hat. Ja, guck mal, wir haben dich auch im Stream immer voll gefeiert. Sind Digga, das ist vorbei. Irgendwann hat man mir das genommen. wir haben dich voll gefeiert, Alter. Wir mochten dich alle. Ja, ich glaube, das hat man mir irgendwie weggenommen, Digga. Ich fühle mich nicht mehr wie derselbe. Irgendwas ist. Ja, weil Erik sich eingeschleimt hat und Erik jetzt immer im Stream ist. Was hat mit Erik zu tun? Doch. Guck mal, seitdem Erik reingekommen ist, Alter, passiert nur Scheiße. Was hat das mit Erik zu tun, Mann? Irgendwas ist vorgefallen. Irgendwie. Ich denke, mir hat man irgendwas ist vorgefallen und mein Empfinden so innerlich fühlt sich nicht mehr the same an. Es fühlt sich nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr like the same. Vielleicht musst du einfach mal ein bisschen Ecstasy nehmen, Mahmoud.
Was? Vielleicht musst du einfach mal ein bisschen Ecstasy nehmen. Wieso musst du Ecstasy nehmen? Ja, Karl sagt doch, wenn man Ecstasy nimmt, dann heilt das einen. Nein. Was soll denn da geheilt werden? Wieso nimmst du, von was willst du denn geheilt werden? Ja, von diesen Gedanken, die du hast. Das sind doch meine Gedanken, nicht deine Gedanken. Ja, deswegen sollst du ja auch Ecstasy nehmen. Deswegen nehme ich keine Ecstasy. Es belastet mich. Meine Gedanken belasten mich erst, wenn die mich belasten. Und meine Gedanken belasten mich nicht. Aber vorhin hast du gesagt, die belasten dich. Es bedrückt mich. Ja, deswegen musst du mal Ecstasy nehmen. Nein, für ein, zwei Stunden. Und dann kommt es wieder von vorne, dann bedrückt es mich wieder, dann ist es wieder weg. Dann kommt es wieder, dann ist es wieder weg und dann kommt es wieder. Und dann machst du einfach weiter, so wie es im Leben ist. Du machst einfach weiter und dann kommt noch irgendwas, was dich bedrückt und dann ist es am nächsten Tag wieder weg. Ja. Und dann machst du einfach weiter und irgendwann bist du 50, 60 und guckst ab, wo du stehst. Und wenn du gut da stehst, hast du Glück gehabt. Wenn nicht, dann eben nicht, Digga, so wie das Leben halt läuft. Und guck mal, willst du dir, wenn du 60 bist, sagen, ich habe Karl damals nicht geholfen, als er von Erik beklaut wurde? Also, ich habe da nichts zu entscheiden, Mann. Ja, aber du musst ihn doch darauf aufmerksam machen. Wie muss ich mir nicht? Ja, der haut die ganze Zeit gerade nur. Er ist gerade nicht so hier. Ich habe da nichts zu sagen, Mann. Ja, du musst einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, ey Karl. Wieso habe ich das Gefühl, dass jemand uns zuhört, Mann? Was, wie, warum, wer sollte uns zuhören? Keine Ahnung, Mann. Guck mal, du musst einfach bei Karl auf den Tisch hauen und sagen, ey Karl, du musst mir jetzt mal zuhören. Das ist ernst, das ist wichtig. Erik hat die, hat Erik. Er hat die Vollmacht nur, um dich abzuzocken. Der ist ein Doppelagent. Und du kannst mir auch die Beweise schicken. Ich kann dir auch Beweise schicken, dass Erik Doppelagent ist. Ja, aber das sind deine Beweise. Du bist ja total fremd, Digga. Ich kann auch nicht mit einem Fremden, ich kann auch nicht mit Beweise von irgendeinem Fremden dahin gehen. Darauf ansprechen. Ja, du könntest mir auch Karls Nummer geben, dann rufe ich ihn selber an. Aber ich habe seine neue Nummer nicht. Wirklich, ja. Ich denke, kann mal, wie es abläuft. Karl wird doch ausziehen. Es hat nichts mit mir zu tun. Ja, aber guck mal, Karl kriegt doch keine neue Wohnung, weil der eine schlechte Schufa hat. Ja, wieso? Hat er sich nicht vorher darum gekümmert? Weil er hat doch das Geld. Er hat alle Möglichkeiten, Digga. Wieso stellt er sich so bescheuert an? Ja, weil er schizophren ist. Wieso schizophren? Es ist doch jetzt scheißegal, ob schizophren oder ADHS, er ist einfach... Er ist faul. Nein, das hat nichts mit faul zu tun, Mann. Doch. Er hat doch einen Store, Digga. Was soll er denn mehr als... Er hat doch das, was er möchte. Er kriegt sein Gehalt, er hat einen Store und es läuft doch. Ja, es läuft ja nicht. Guck mal, wie viele Leute nicht beliefert wurden in den letzten Monaten. Es warten noch bestimmt 800 Kunden auf ihre Ware. Hm. Woran liegt es denn? Ja, angeblich, weil Farid ihn ja beklaut hat. Ja, nur angeblich. Ja, der hat ja auch LSD aus dem Fenster geworfen. Das weiß ich nicht, Digga, da war ich nicht dabei. Ja, aber er hat auf jeden Fall LSD aus dem Fenster geworfen. Ich bin total enttäuscht, Digga. Ich bin total enttäuscht und ich weiß, dass Karl sehr intelligent ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Karl nicht weiß, was er macht.